Der Nahe Osten, die Wiege des Christentums. Dort, wo Abraham zum Vater der Völker wurde, wo Mose die 12 Stämme Israels befreite, wo Elia die Macht des Herrn verkündete und in den Himmel aufstieg, wo Johannes der Täufer die Ankunft des Messias prophezeite. Diese Länder legen Zeugnis ab von der Geburt unseres Herrn. Und dies sind auch die Länder, in denen die Jünger berufen wurden und von denen aus sie in die Welt zogen, das Evangelium zu verkünden. Hier erblühte die erste christliche Gemeinde. Angefangen von mit Fresken dekorierten und von heiligen Stätten zeugenden Höhlen bis hin zur Entwicklung der ersten Kirchen und Klöster, bezeugen archäologische Funde, dass dieses Land die ersten Früchte der wachsenden Apostel- und Jüngergemeinde gesehen hat, die ersten Verbreiter der frohen Botschaft. Die Spur dieser ersten Jünger kann direkt bis zum Reichtum der heutigen verschiedenen Kirchen, Traditionen und Riten zurückgeführt werden. Nach der Eroberung durch die Moslems wurden von ihnen zahlreiche dieser Stätten als Gebetsplätze beibehalten. Und wo immer man heute auch den Boden im Nahen Osten aufgräbt, besonders in Syrien, dem Libanon, in Palästina, Israel, Ägypten und dem Irak, stößt man auf Kirchen und Klöster. Wenn auch die Wurzeln und Traditionen hier tief greifen und die Sprache unseres Herrn immer noch gesprochen wird, so besteht doch nach 2000 Jahren die zunehmende Besorgnis, dass die Zukunft des Christentums und der Christen einer zunehmenden, stillschweigenden, doch allgegenwärtigen Bedrohung ausgesetzt ist. Die leeren Monumente, Kirchen und Klöster sind ein leibhaftiger Beweis für die Tatsache, dass Veränderungen in der Bevölkerung stattfinden, dass Christen verschwinden, entweder durch Assimilation durch den Islam oder ganz einfach durch Auswanderung in Gebiete, in denen Christen ihren Glauben frei ausüben können. Die Lage der Christen im Nahen Osten ist im Allgemeinen ganz sicherlich gefährdet. Das bedeutet, dass Christen wenig Hoffnung in die Zukunft setzen und dass aus diesem Grund immer mehr von ihnen versuchen, den Nahen Osten mit ihren Kindern und Familien zu verlassen. In Palästina zum Beispiel oder in Jordanien oder auch in Ägypten wandern Christen aus dem Nahen Osten aus. Und dies führt zu einer schwierigen Situation, da wir Gefahr laufen, dass es in Jerusalem, der Stadt unseres Herrn, eines Tages keine Christen mehr geben wird. Die Ursache für diesen Exodus der Moderne sind die wachsende Präsenz und der starke Ausdruck des Islam. Die unumstrittene Präsenz des Christentums im Nahen Osten endete mit dem Aufkommen des Islam im 7. Jahrhundert. Der Gründer des Islam, Mohammed, betrachtete sich selbst als ein von Gott, Allah, gesandter Prophet. Ihm offenbarte Allah seinen Willen durch das Heilige Buch, den Koran. Mohammeds Lehren brachten eine religiöse und kulturelle Revolution in das Gottesverständnis und das Verhältnis des Menschen zu Gott.
Muhammad is for them the fulfillment. Für sie ist Mohammed die Erfüllung der göttlichen Offenbarung. Und das bedeutet ein neues Problem. Unser Konzept der göttlichen Offenbarung unterscheidet sich grundlegend von dem des Islam. Für Moslems bedeutet die göttliche Offenbarung die in einem Buch festgelegten Gebote Gottes. Nach islamischem Verständnis hat Gott den Menschen ein Buch gegeben, nach dem sie sich zu richten haben. Punkt. Wir Christen teilen dieses Verständnis überhaupt nicht. Für uns ist die göttliche Offenbarung eine Person. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم حدد الهدف. Der Prophet Muhammad hat uns den Weg nach vorn gezeigt. Er wurde gesandt, um die Moral wiederherzustellen und zu vervollkommnen. Denn selbst wenn der Mensch sehr tief fallen kann, wurde er doch so erschaffen, dass er durch seine Taten moralische Vollkommenheit erreichen kann. Deshalb müssen wir die Menschen nach dem Prinzip der Vollkommenheit erziehen, sie zur Vollkommenheit führen, damit sie mit allen in Harmonie leben können, mit ihrem Volk und mit Fremden. لذلك يجب علينا تربية الناس على القيم والأخلاق الفاضلة ليعيشوا حياة هانئة كريمة سواء في الأسرة أو في المجتمع أو في العلاقة بين الأمم والشعوب. Das Prinzip der Perfektion, auf das Mohammed sich berief, waren das als Scharia bekannte islamische Gesetz, die Gebote Allahs für die muslimischen Völker. In der Praxis bilden diese Gebote ein System von Pflichten, ein von Gott vorgegebener Weg, der das Verhalten des Moslems in dieser Welt lenkt, während er sich auf die Vollendung des göttlichen Wohlwollens in der kommenden Welt vorbereitet. Diese Sammlung von Gesetzen, Verboten und Pflichten dient dem Moslem als Richtschnur für sein Verhalten im täglichen Leben, bei der Arbeit, zu Hause, mit seiner Familie, in der Moschee, wie er sich seinen Mitmenschen gegenüber zu verhalten hat. Die Scharia verlangt absoluten Gehorsam. Der Gedanke der göttlichen Gnade bedeutet lebendigen Kontakt. Einen persönlichen Kontakt mit Gott. Die arabische Sprache hat kein Wort für Gnade. Sie spiegelt den religiösen Gedanken des Korans wider, der keinen persönlichen, liebenden, fürsorglichen Kontakt zwischen Gott und den Menschen kennt. Das gibt es einfach nicht. Der Islam ist eine Religion der Gebote und des Gehorsams. Der Islam verbreitet die Lehre eines Regierungssystems als festen Bestandteil der Offenbarung, in dem Religion und Macht eine Einheit bilden. Für Moslems ist die Umsetzung dieses Systems, wo auch immer es möglich ist, die natürliche Konsequenz ihres Glaubens, besonders in Ländern mit einer mehrheitlich muslimischen Bevölkerung. Für einen Moslem wird das Leben in einer nicht vom islamischen Gesetz regierten Gesellschaft immer abnormal sein. Dort, wo der Islam mehrheitlich vertreten ist, sind Christen durch die Umstände und auch aufgrund der Lehren des Heiligen Buches zwar Mitbürger, aber keine Vollwertigen. Sie sind Bürger zweiter Klasse, sodass das, was für Christen in anderen Ländern möglich ist, für die Christen dort nicht möglich ist. Im Westen hat man sehr oft ein ganz falsches Bild vom Islam. Die Leute dort wissen nicht, was Islam ist. Der Islam unterteilt die Welt in zwei Sphären. Dar al-Islam, die Welt des Islam, und Dar al-Islam.